Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine Eilmeldung für dich, um das mal so zu sagen, denn bei mir sind zwei Mystery Boxen eingetroffen von Spectrum, die ich mir bestellt habe, weil Bugs mir sie empfohlen hat. Und die wollte ich euch einfach mal zeigen, weil die sind heute auch noch verfügbar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die kann man bestellen bei Spectrum auf der Homepage. Ich glaube, das ist in UK, genau, in England. Die kosten jeweils 42 Euro und sollen jeweils einen Warenwert von 125 Euro beinhalten. Ich denke, dass ich dieses Video auch irgendwo noch als zweites Video an einem Tag mit reinschieben werde, weil sie sind noch verfügbar. Ich habe es auch schon ein paar Mal auf Instagram geteilt. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, AIDWorkP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, lohnt sich, denn da poste ich solche Geschichten, dass ihr dann auch wirklich zu dem Aktionszeitpunkt die Boxen ergattern könnt. Ja, ich weiß jetzt nicht, welches die Icebox ist, welches die Facebox ist. Ich nehme jetzt erstmal die erste Box, die schaut so aus. Ist ein bisschen demoliert, die war noch in einem großen Umkarton, aber nicht geschützt. Die sind hin und her gerattert. Ja, aber wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt. Bugs hat mir auch schon geschrieben, dass sie mega begeistert ist. Ich sage, hey, hey, ich mache morgen jetzt das Unboxing, sprich heute. Wir haben heute den 24. April, 17.44 Uhr und ich werde es gleich auch nochmal direkt posten. Okay, hier habe ich dann wohl die Facebox. Schaue ich mal rein. Ich bin super gespannt. Also 42 Euro, wie gesagt, ne? Das ist echt krass. Als erstes haben wir hier drin einen Fächerpinsel. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber werde ich mal ausprobieren. Aber es ist ein Unicorn-Pinsel. C00 Rain Glow Fan Brush. Das ist dieser hier. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hinkriege, euch die ganzen Preise von den Produkten rauszukriegen, weil ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere vielleicht doch eine LE ist oder so. Aber ja, ich möchte euch einfach mal dieses Eilmeldungsvideo zwischenschieben. Ja, wir haben jetzt überall so Verpackungen zu. Das ist natürlich müllmäßig unterwegs, aber egal. Ein Fanbrush. Okay, damit kann man dann wahrscheinlich super hochpigmentierten Bronzer schön auftragen. Sammy, was geht ab? Willst du mal Pinsel? 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 Nein, nicht essen. Der wollte meinen Pinsel essen. Oder Blush kann man auftragen oder Highlighter. Ich habe keine Ahnung. Ich arbeite nicht so wirklich mit Fächerpinseln. Muss ich mal gucken, ne? Sammy hat er ziehen lassen. Ich glaube, ich gebe ihm einen Leckerli. Ja, also das fand ich übrigens richtig geil, dass Bugs mich darauf hingewiesen hatte. Bitteschön. Und ja, mir das halt geschickt hatte. Ne? Also wenn ihr solche Aktionen irgendwo seht, dann informiert mich, schickt mir das bei Instagram, taggt mich irgendwie, damit ich das halt auch weiter teilen kann. Als nächstes haben wir hier einen Pinsel, das ist der B01 Flat Top Buffer. So ein Foundation Buffer Pinsel. Okay. Was hast du denn jetzt, Sammy? Hast du dich an deinem eigenen Leckerli verschluckt? Du bist mir ein Wurm. Und Spectrum macht ja so hochwertige Pinsel. Die kann man auch teilweise bei Purish kaufen. Da kannst du auch meinen Code nutzen, wenn du möchtest. Das verlinke ich dir in der Infobox. Da gibt es auch Spectrum Pinsel. Und oh Gott, sind die weich. Das ist der Buffer. Ist jetzt natürlich noch ein bisschen, ne? Aber muss einmal gewaschen werden, damit er in seine Form zurückkommt. Das ist schon cool. Dann habe ich hier so ein richtiges Pinselset, so ein grünes. Schmatzig ein zurecht. Essential Eye and Brow 3-Piece Set. Okay, das ist ja cool. Übrigens alles, ich glaube, vegan und cruelty-free, wenn ich das eben richtig auf der Homepage gesehen habe. Das ist echt schön. Das sind so grüne Pinsel, da stehe ich ja drauf, ne? Wenn das auch mal irgendwie so in einer bestimmten Farbe ist. Genau, da hatte ich letztens nämlich auch schon mal das Zodiac Pinselset getestet und fand das schön. Hier haben wir dann, im Prinzip ist das ein Vierer-Set, weil hier unten haben wir auch noch ein Spoolie dran. Das ist einmal hier ein Blendepinsel, dann haben wir hier einen Augenbrauen- oder Eyeliner-Pinsel und hier haben wir so einen Shader, der so ein bisschen abgeschrägt ist, liebe ich, für Schlupflider 1A. Weil den kannst du dir nehmen und quasi am Außenwinkel ansetzen und dann wirklich 1A, dass du auch ein bisschen über der Lidfalte malst, damit du dir ein bisschen größere Augen malen kannst quasi. Mega cool. Dann habe ich hier einen Tapered Finisher. Oh, wenn diese, was hinten in diesem Hintergrund drauf ist, ne, auch so als Muster auf diesen Pinseln drauf wären, wäre es noch geiler, aber wahrscheinlich auch sehr, sehr kitschig. Ich stehe auf so einen Kram. Das ist jetzt wirklich so ein Puderpinsel, wie mir das scheint. Kannst aber wahrscheinlich auch als Blushpinsel zweckentfremden. Die fühlen sich alle so schön an. Sind natürlich dadurch, dass sie vegane Pinsel sind, synthetische Pinsel, aber der ist eigentlich rund. Ne? Also wenn ich den wasche,
wird auch rund in seine Form zurückkommen. Ist oben so ein bisschen mit so einer Kuppel. Damit kannst du unter deinen Augen setzen oder halt das ganze Gesicht. Du kannst dir Blush auftragen. Und gehört zum selben Pinselset wie auch der Foundation Buffer. Dann habe ich hier, sogar mit so einer Tasche, Spectrum Oceana 5-Piece Brush Set drin. Oder ist das hier? Nee, das hier müsste ja das Face Set sein, weil hier sind auch Face Pinsel drin. Ist auch noch eine Pinseltasche mit dabei. Das ist echt ein Schnapp, ne? Ich bin übrigens sehr, sehr froh darüber und ich klopfe auf Holz, dass ich nicht irgendwie Zollgebühren oder sowas hatte. Also das kam so vom Briefträger hier an. Die Tasche ist schon mal richtig witzig, weil das ist hier so eine Wölkchenform. Da wird sich einer von euch demnächst mal drüber freuen können, weil wenn ich ein Verlosungspaket packe, dann packe ich gerne Produkte in solche Täschchen rein, weil ich selber sowas halt nicht bei mir zu Hause nutze. Denn ich habe hier eine wunderschöne Pinselaufbewahrung von den Teeboxen von T-Mars, die ich letztens gerade erst gekauft habe. Genau, das ist voll schön, weil das so glasholographisch von den Stielen her ist. Ne? Oh, das sieht man richtig schön. Und das sind die verschiedenen Pinsel, die türkis sind. Also Cinderella, Block 9, die liebe Cindy würde ausrasten. Hier unten haben wir dann das so spitz zulaufend. Geil. Also einmal habe ich hier einen oben abgerundeten Blendepinsel. Dann habe ich einen etwas fluffigeren Blendepinsel, würde ich sagen, der oben auch etwas gerader ist. Dann habe ich einen klassischen Shader-Pinsel, damit kann man also Glitzer, Lidschatten auch super schön auftragen. Einen sehr präzisen Blendepinsel, womit man seine Lidfalte vertiefen kann. Und dann einen sehr festgebundenen synthetischen Pinsel, damit kann man sich Cut-Creases ziehen oder anfeuchten und dann auch noch Glitzer-Lidschatten auftragen. Auch richtig geil, also ist schon Hammer. Okay, was habe ich hier? A01 Domed Powder. Schön. Oh, so ein grüner. Der gehört zu dem Pinselset, wo ich ja eben die Dreierpinsel hatte, wo auch der Spoolie auf der einen Seite mit dabei war. Finde ich auch schön, dass du dann aus gleichen Pinselsets dann auch die Pinsel hast. Der ist aber tatsächlich so hier zusammengedrückt, ne? Also der wird auch so bleiben. Damit kann man auch schön abpudern. Der ist sehr, sehr fluffig. Oh Gott. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist eine ganz andere Art von Qualität, Leute, ne? Das ist so, und das ist, oh geil, überleg mal. Ich weiß jetzt schon, wenn ich diese Pinsel verwende, die so schön bunt sind, ne? Wie viele Leute in den Videos fragen werden, was das für Pinsel sind. Das ist so cool. So, dann habe ich hier noch ein Kärtchen mit dabei. We believe in the power of positivity. It's never been more important to give yourself good energy. This is a positive affirmation card for you to keep in your eyeline throughout the day as a reminder to be kind to yourself. You deserve it. Okay, das soll also einfach Liebe für sich selber und so und Positivität geben. Nett ist damit drin. Und dann habe ich hier noch etwas mit dabei. Ocean Drops. Face and Body Liquid Shimmer Spectrum Oceana. Die haben ja auch das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt in deren Range. Und das haben die hier auch mit reingelegt. Das finde ich cool. Okay, krass. Ich muss kurz mal schütteln, denn das hat sich selbstverständlich abgesetzt. Das ist Glitzer pur. Oh mein Gott. Also das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Highlighter. Das ist ein Body Shimmer, ne? Das mache ich mir nicht in mein Gesicht. Das ist krass. Das ist krass, das ist super flüssig. Super flüssig, kommt auch mit einer Pipette. Hammermäßig, komm, wir gucken uns das mal an. Ich bin ja, das zeige ich euch mal. Wenn ich jetzt nämlich, jetzt muss ich erst die Kamera scharf stellen, oben auf das, die Pipette drücke, sieht man das? Wie da diese Schwaden kommen? Ne, jetzt sieht man es nicht mehr. Eben hat man das volle Elle gesehen. Oh, ich muss es schräg halten, oder? Nee, man sieht es auf jeden Fall, aber nicht in der Kamera. Das ist perfekt. Okay, es ist halt grober Glitzer. Okay, ganz, ganz flüssig. Oh Gott, sieht man das? Oh mein Gott, das ist Einhornpups. Das ist krass, Leute. Ja, das fühlt sich auch sehr, sehr grob an. Das ist für ein Festival oder so, ne? Oder für eine Party. Also das bewahre ich mir für nach Corona auf, wenn ich ehrlich sein darf, weil würde zum Look passen, ne? Okay.
Oh Gott, jetzt habe ich alles voller Glitzer. Na toll, Claudia. Das kriegst du auch so nicht mehr ab. Ich muss nachher Hände waschen. Okay, aber witzig. Ja, Einhornpups in meinen Augen, ne? Krass. Okay, ja, das war jetzt die erste Box. Und da haben wir drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pinsel. Ne? Und die Einhorn-Dinger, nenne ich sie jetzt einfach mal. Hat sich in meinen Augen definitiv gelohnt, weil Spectrum-Pinsel sackenteuer sind. Und das Täschchen natürlich ist auch noch mit dabei. Werde ich, glaube ich, gleich auch tatsächlich so offen auf Instagram posten, dass ihr auch wisst, was ich so drin hatte. Jetzt kommen wir zu der etwas schwereren Box. Da haben wir halt auch wieder so Edelsteine drauf. Hä, das ist aber auch ein Face-Scent. Das ist ja witzig. Ich glaube, ich habe jetzt teilweise welche doppelt. Die lege ich dann auf Seite, dass ich die dann demnächst mal verlosen kann. Mache ich jetzt nicht in diesem Video, mache ich dann mal demnächst, weil ich verlose ja auch gerne so individuell zusammengestellte Beauty-Pakete, ne? Genau, und dann kann man sowas auch mal mit beilegen. Da habe ich nämlich hier auch wieder den 1000 Rain Glow Fan Brush, also den Pinsel auch mit dabei. Witzig, das war eine war eigentlich ein Augenset und das andere ein... Egal. Und dann habe ich hier aber Neues drin, das ist das Contour and Glow 3-Piece Set, das ist dieses hier. Und da haben wir drei Face-Pinsel mit dabei. Man, diese Taschen kann man theoretisch auch noch weiterverwenden, wenn man möchte. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich die nehmen würde. Hier haben wir auch noch so Überziehviecher mit dran. Das ist ganz praktisch, wenn du die Pinsel reinigst und trocknest. Ich habe dafür aber so Netze, dass die mit nicht auseinander wuseln. So, als erstes haben wir hier einen Pinsel 1006. Den kannst du als sehr präzisen Highlighter-Pinsel nehmen oder als relativ groben Blendepinsel. Dann haben wir einen Foundation-Buffer, der so ein bisschen zusammengedrückt ist. Oder den kannst du auch für flüssige Kontur zum Verblenden nehmen. Mega schön. Und das hier ist jetzt ein fluffiger Highlighter-Pinsel. Der ist auch echt... Ich mag dieses marmorierte Design, ne? Wenn das so grau und weiß ist. Das ist optisch mein Fall. Ja, dann haben wir hier drin auch wieder, leider auch wieder, diese beiden Pinsel aus diesem Rosen-Pinsel-Set. Die werde ich auch verlosen. Das ist, ja, kann ich ja hier, ne? Das ist einmal dieser Flat Foundation Buffer, den ich ja eben schon hatte. Und das andere ist der Domed Powder Pinsel. Oder habe ich den noch nicht? Ne, den habe ich noch nicht. Okay, den habe ich noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Der sehr ähnlich ist wie der grüne, den ich eben hatte. Aber dann habe ich ihn jetzt auch in dieser Reihe. Genau, der ist nämlich auch so ein bisschen zusammengedrückt. Ist ähnlich wie der grüne. So ein schöner aufgefächerter Puderpinsel. Ist nämlich sehr vergleichbar dann mit diesem grünen, ne? Den wir eben schon hatten. A01, genau, das ist auch, ja, haben die wahrscheinlich auch ähnliche Pinsel in unterschiedlichen Farbreihen. Dann habe ich hier einen Blendepinsel, Tall Tapered Blender, B06. Ja, der ist auch schön, gefällt mir. Schaut so aus. Dann haben wir hier auch noch so Dröpskes drin. Zodiac. Okay, das Pinselset dazu habe ich. Und das ist Jupiter. Oh, ist das so ein... Oh, schön. Das ist ein Lippenstift. Das finde ich ja nice. Der sieht ja cool aus. Das ist so ein schöner Rosenholzton. Richtig tragbar. Und der hat so Sternchen damit bei. Ja, die Sonne spiegelt jetzt ein bisschen. Dann seht ihr das im Tageslicht quasi. Wie mache ich den auf? Ziehen. Oh, das ist natürlich geil, wenn du genau sehen kannst, was da so drin ist, ne? Riecht soweit nach nichts. Sieht ein bisschen matt aus, aber ein ganz toller Ton. Und das ist Erdbeere. Ganz, ganz schön. So semi-matt, ne? Der würde jetzt auch zu meinem Look aktuell passen. Doch, das ist schon cool. Zack. Und dann haben wir hier noch einen drin. Und zwar haben wir hier das Spectrum Oceana 4 Face Brush Set. Da hatten wir ja eben schon das kleine Augenpinsel-Set mit drin. Das finde ich geil, weil dann hat man ja quasi die ganze Kollektion davon. Ja, auch hier haben wir wieder diese geile Tasche mit dabei. Das ist schon schön, ne? Dass sie das so machen. Hast du in dem einen dann das... Okay, dann ist das hier dann wahrscheinlich die Facebox gewesen, weil die Face-Pinsel von diesem Pinsel-Set da mit drin sind. Und das andere ist dann das Eye-Set gewesen, weil die Augenpinsel davon drin sind. Hier habe ich übrigens gleich zweimal den Flyer, wo die mir sagen, wie toll ich bin. Oder wie toll ich mich fühlen soll. Okay. 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 Krass.
was. Und das ist, wenn man überlegt, ne, dass allein so ein Pinselset dann ja auch schon locker mal so seine 40 Euro kostet, finde ich das echt krass. Wir haben hier einmal, das ist wieder dieses Schöne, wo auch Cindy sich hart drüber freuen würde, weil die genauso auf Türkis steht wie ich. Hier unten dieses Holo-Design und hier oben diese türkisen Pinsel. Das ist so ein Highlighter-Pinsel. Das ist ein Pinsel, den liebe ich von seiner Form her, da habe ich auch schon einige von. Das ist so ein Allrounder-Pinsel, ne? Und der ist super fluffig, der ist sehr rund oben, sehr, sehr schön und oh. Okay, dann haben wir hier so einen Rouge-Pinsel, ein bisschen abgeschrägt und einen Foundation-Buffer. Tudu, mega. Also das sind schon geile Pinsel, ne? Und hier haben wir dann drin gehabt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 Pinsel. Genau, dann ist es ein Pinsel weniger, aber dafür halt größere Pinsel. Hat sich auch extrem gelohnt. Und dann noch der Lippi mit dabei. Leute, mega geil, kann ich euch nur empfehlen. Ich schiebe euch das vielleicht für morgen nochmal so zwischen. Oder heute kriege ich das vielleicht auch noch hin, muss ich mal gucken. Es ist jetzt schon 6 Uhr abends. Ich glaube, dann wird es ein bisschen schwierig mit dem Hochladen. Schiebe ich euch für morgen mal schnell mit rein. Und wie gesagt, 42 Euro. Kostet eine so eine Box und es lohnt sich definitiv. Ich kann es empfehlen. Und vielen Dank, liebe Bugs, dass du mir das empfohlen hast, dass du mir den Link geschickt hast. Denn sonst hätte ich das einfach nicht gesehen. Ne? Dann hätte ich nicht gewusst, dass es diese Aktion gibt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen packe ich da mal mit rein. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!